Christine, herzlich willkommen. Es freut mich riesig, dass wir dich heute interviewen dürfen. Sehr, sehr gerne. Und du malst sehr, sehr berührende Bilder. Und wir zeigen das gerade mal so für euch. Das ist so die Ich liebe meine Zähne, die Liebe für die Zähne. Wie bist du dazu gekommen, um so ausdrucksstarke Bilder zu malen? Also es gibt ja viele Menschen, die malen irgendwie deine Bilder, die sind so mehr als 3D, da bewegt sich was. Sensationell. Also bei mir hat schon ganz früh angefangen, ich kann mich erinnern, war schon Schulzeit, sogar schon Grundschule, dass ich praktisch gemerkt habe, ich bin ganz kreativ, ich verwende auch viele verschiedene Farben, auch beim Unterstreichen war bei mir manchmal alles in Regenbogenfarben und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch ziemlich viel in der Hefte rumgemalt, so, ja, wenn es mir dann auch langweilig war und halt die Unterrichte nicht so meiner Art waren. Und habe auch für andere ganz viel in die Hefte gemalt. Also das sind so berühmte Bilder, also ich sage jetzt mal berühmt, so Bilder, wo sich allein durch das Anschauen irgendwas im Leben transformieren kann. Genau, so möchte ich es mal ausdrücken. Das ist ein Zurückerinnern an die Potenziale, die man vergessen hat. Die kann ich sichtbar machen und man hat sie dann wieder. Das ist wie wenn ich ein Rezept kriege. Das ist natürlich in dem Moment, wo ich das höre, das ist so dieses gleich, ich will auch haben. Ja, aber so ist wirklich. Mhm. Ja. Ja. Und es waren auch schon, viele haben sie auch bei mir abgeholt, gell, jetzt auch hier im Atelier. Mhm. Und viele, die sind so berührt, die weinen erst mal 20 Minuten, ja, weil sie können es einfach nicht glauben, dass das auch in ihnen steckt. Die haben es einfach vergessen. Ja. Und das ist natürlich toll, wenn sie es dann auch mitnehmen können und jeden Tag sehen, ja, ihre eigene Kraft. Also die Bilder, die bei dir in Auftrag gegeben werden, das ist nicht, wo jemand sagt, jetzt, also früher ja, so malen wir mal ein Einhorn, aber das ist jetzt so, mal mir mein Bild. Genau. Und du malst einfach, was kommt. Genau, so ein rein intuitiver Prozess. Mhm. Ich habe da super gute Anbindung. So was auch immer. Ich spüre das direkt, was ich nehmen muss. Ich schalte meinen Kopf komplett aus.